Hallo Freunde, in der heutigen Folge Playmobil-Polizei seht ihr Bademeister Toni. Viel Spaß. So, mein Kleiner, ich wünsche dir viel Spaß beim Babybecken. Oh, mein Kleiner, ich weiß, ohne Mama ist alles doof. Aber du wirst bestimmt viel Spaß haben. So, keine Widerrede. Oh, hör auf zu weinen. Guck mal, ich habe ein Eis für dich. Okay, mein Kleiner. Mami holt dich nachher wieder ab. Lass es dir schmecken. Cool, was für ein Eis hast du? Ich habe Schokolade. Oh, ich kann gar nicht mehr abwarten, mein Eis zu essen. Oh, hä? Wo ist denn mein Eis hin? Wer hat das weggenommen? Oh Mann, das war mein Taschengeld. Ach, mach dir keine Sorgen. Wir holen uns einfach ein neues. Okay, wenn du meinst. So, bitteschön, Ihre Pommes der Herr. Dankeschön. Lassen Sie es sich schmecken. Na du, Kinder, was macht ihr denn schon wieder hier? Ich habe mich doch gerade schon Eis verkauft. Hallo. Unser Eis wurde geklaut. Wir wollten das gerade essen und dann war da auf einmal so ein Schatten. Genau, und jetzt haben wir keins mehr. Ein eisklauender Schatten. Das erzählen immer viele im Moment. Aber ihr wollt doch bestimmt erstmal ein neues Eis, oder? Ja! Na, dann gucken wir doch mal, was wir so Feines haben. Wie wäre es denn mit Heidelbeer? Oh ja, bitte! Oh, Heidelbeer ist wohl ausverkauft, so wie es aussieht. Aber wie wäre es denn mit Stracciatella? Oh ja, Stracciatella klingt lecker. Und das ist auch ausverkauft. Seltsam. Ich hätte schwören können, da war gerade noch was. Okay, wie wär's denn mit Melone? Wow. Aber okay, wenn nichts anderes da ist, dann nehme ich Melone. Auch ausverkauft? Oh, das reicht. Das war die letzte Kugel Eis, die geklaut worden ist. Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Mein ganzes Eis wurde geklaut. Ich rufe jetzt die Polizei. So kann das nicht weitergehen. Oh, ein Einsatz. Mal sehen, was es heute ist. Hauptkommissar Toni Räuberschreck hier. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, Herr Räuberschreck. Hier, ich möchte einen Diebstahl melden. Bei uns wird Eis geklaut. Eisdiebstahl? Das ist aber so gar nicht mein Aufgabengebiet. Wenn nicht Sie, wer denn dann? Das Schwimmbad braucht Sie, Herr Räuberschreck. Im Schwimmbad, sagen Sie? Toni Räuberschreck übernimmt den Fall. Die Gerechtigkeit wird siegen. Ich komme! Aber so kann ich nicht zum Schwimmbad gehen. Oh, schon viel besser. Jetzt kann das Schwimmbad kommen. Oh, wenn ich mich beeile, kann ich sogar noch als Erster rutschen. Aber vorerst einmal zu euch. Was glaubt ihr, wer ist der gemeine Eisdieb im Schwimmbad? Wenn euch das Video bisher gefallen hat, liked doch das Video, würde mich riesig freuen. Und wenn ihr wisst, wer der gemeine Eisdieb ist, schreibt mir das jetzt in die Kommentare. Haha, ich bin richtig gespannt drauf, was ihr so zu sagen habt. Aber jetzt muss ich erstmal los. Juhu! So, ich bin da. Angekommen im Pandido City Schwimmbad. Wo fange ich denn am besten an, nach dem Eisdieb zu suchen? Vielleicht direkt im großen Schwimmbad, im Babybecken oder beim Kiosk? Ich glaube, ich fange... Toni, ein Glück bist du endlich da. Mann. Hi, Bob. Mensch, ich wusste ja gar nicht, dass ich hier begrüßt werde. Das ist ja toll. Gut, dass du aussiehst, Bademeister bist, Toni. Das können wir hier wirklich gut gebrauchen. Weißt du, Bob, eigentlich müsste ich... Das große Planschbecken müsste dringend gereinigt werden. Hier, Toni, hier hast du alles. Fang schnell an, beeil dich. Die Kinder warten. Hey, Bob, warte doch mal. Also, ich... Ach, oh Mann. Na gut, dann putze ich jetzt ganz schnell das Becken und nutze die Zeit zur Überwachung. Puh, das ist ja ganz schön anstrengend. Ich hätte nicht gedacht, dass in einem Becken so viel Arbeit steckt. Okay, ich darf aber nicht meine eigentliche Arbeit aus den Augen verlieren. Hier irgendwo müsste sich der Eisdieb verstecken. Und zuschlagen wird er auch wieder. Wo könnte er denn sein? Moment mal. Lecker, ich freue mich schon so auf mein Eis. Ja, ich auch. Toll. Da vorne. Ich glaube, da wird er gleich zuschlagen. Hä? Oh Mann. Nein. Boah, war das denn nötig? Ich habe immerhin Vorsicht gerufen. Junger Mann, das hätte sehr gefährlich werden können. Unser Eis ist weg, unser schönes Eis. Was? Oh nein, ich komme zu spät. Da hast du noch mal Glück gehabt, mein junger Freund.
Ich muss jetzt unbedingt zum Kiosk ein paar Nachforschungen anstellen. Okay, dann erzähl mir mal, Thomas. Was genau ist denn hier passiert? Den Kindern wird ja aktuell so viel Eis geklaut. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, Toni. Okay, und weiter. Wie sah der Täter aus? Das kann keiner so genau sagen. Es kommt ein Schatten und alles ist weg. Okay, das ist aber höchst seltsam. Na gut, da werde ich wohl noch weiter Ausschau halten müssen. Toni. Bob? Hey Bob, was ist denn los? Oh, Toni, ein Glück bist du da. Ich brauche ganz dringend deine Hilfe. Ist der Eisdieb etwa wieder aufgetaucht? Nein, wie kommst du denn darauf? Ich meine, der Seepferdchenkurs startet jeden Moment und du musst den Kurs führen. Ich habe leider alle Hälle von dir zu tun. Viel Spaß. Was? Ich soll den Kurs führen? Aber Bob, hey, warte. Bob, warte doch mal. Ach, keine Sorge, Toni. Du wirst das schon schaffen. Na, hoffentlich. So, ihr wollt also das Seepferdchen machen. Ihr wollt schwimmen lernen, hm? Dazu gehört aber noch viel mehr, als einfach nur schwimmen zu können, sondern man muss auch Tempo! Das heißt, wir wollen diesen Kurs hier schnell über die Brücke bringen. Los, alle ab ins Wasser jetzt! Der neue Bademeister ist aber ganz schön streng. Ja, wo ist denn nur Bob? Na los, ins Becken, habe ich gesagt. So, hopp, erster und als nächstes und der dritte, hopp, drei. Das habt ihr schon sehr gut gemacht. Als erste Disziplin müsst ihr jetzt 10 Sekunden untertauchen. Also los, ich stoppe die Zeit und los. Worauf wartet ihr denn noch? Untertauchen. Sehr gut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich hab mich verschluckt. Und fertig. Stark, ja. Wir haben gewonnen. Ja, sehr cool, ja. Nein, Kinder, das ist doch kein Wettbewerb. Ihr habt es alle geschafft. Deswegen auf zur Disziplin Nummer 2. Ihr müsst von da hinten zu mir her rüberschwimmen. Na dann, Kinder, auf die Plätze, fertig, los. Das habt ihr sehr toll gemacht. Und als nächstes kommt jetzt, Moment mal, da fehlt doch einer. Wo ist denn der? Hallo, was? Idiot. Hä? Oh nein, sag mir bitte nicht, dass er von da oben runterspringen will. Ich bin hier oben. Oh nein, das, warte Kleiner, komm sofort runter, das ist gefährlich. Ach, so ein Quatsch, hier kann doch nichts passieren. Ist doch alles nicht gefährlich. Oh nein! Warte, ich komme! Hey Junge, bist du bei Bewusstsein? Okay, dann schnell die Wiederbelebung starten. Hau, ruck, eins, zwei. Was ist denn passiert? Mensch Junge, du bist vom Turm gefallen. Du musst doch aufpassen. Das hätte auch ganz schön schief gehen können. Von da oben bin ich runtergefallen? Cool! Nanu? Was ist denn da hinten los? Oh, da hat schon wieder der Eisdieb zugeschlagen. Na warte, dich krieg ich schon. Ich lass mich jetzt nicht mehr ablenken. So, na warte, du Eisdieb. Du entkommst mir nicht. Wo bist du? Bisher noch keine Spur vom Eisdieb. Toni. Hä? Bob? Toni. Mensch, Bob, was ist denn los? Ich hab doch keine Zeit. Aber Toni! Bob, ich bin hier in verdeckter Mission. Stör mich doch jetzt bitte nicht. Okay. Ich wollte ihn eigentlich nur warnen, dass er aufpassen muss. Das Fresh ist frisch poliert. Mein Eis. Oh, ich glaube, der hinten hat er zugeschlagen. Und? Und noch einmal. Oh, Karlchen. Ah, Karlchen, was machst du da? Dir dein Leben retten, du Blitzmerker. Oh, danke, Karlchen. Das ist aber nett von dir.
Was schmecke ich denn da? Schmecke ich da Erdbeer? Karlchen, hast du mir was zu sagen? Nee, nicht, dass ich wüsste. Da, der war's, der hat unser Eis geklaut, ich hab's genau gesehen. Stimmt das etwa, Karlchen? Tschüss. Hey, Karlchen, warte. Oh, na warte, Karlchen, dich kriege ich noch, oder? Hättet ihr gedacht, dass Karlchen der Eisdieb ist? Also ich ja nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen schönen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Würde mich sehr freuen. Teilt das Video mit Freunden. Oder ihr abonniert am besten gleich den ganzen Kanal. Einfach hier auf das Logo klicken und schon verpasst ihr keine Folge mehr. Hier gibt es noch ein paar andere Folgen. Schaut es euch nochmal an, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!